Ich bin ja jetzt wieder zurück zum Sturm gekommen. Und ich weiß auch nicht, das ist so ein Traummann Reloaded irgendwie, aber ich weiß nicht, was daran Traummann sein soll. Aber das Beste daran ist, dass ich ja so eine pubertierende Tochter bekommen habe. Pubertieren? Ja, etwas pubertieren. Was echt interessant ist irgendwie. Weil die Aufgabe tatsächlich ist, jetzt einfach auch eine Verantwortung zu haben, die über dich hinausgeht und wo du jetzt nicht immer nur deine kleinen vier Sachen und deine lächerlichen Gemütszustände irgendwie zu überschauen hast, sondern tatsächlich die Sorge um ein menschliches Leben da ist, die ja meistens ganz reizend ist auch. Und von daher ist da eine unheimliche neue Spieldynamik, die sich da sozusagen etabliert. Ja, ich finde es auch sehr interessant, mit so einem temperamentvollen Vater zu spielen. und ich finde, dadurch irgendwie bekommt so jede Szene so ihren eigenen Touch. Und, aber ich glaube auch, also Valentina weiß, wie sie mit ihrem Vater umgehen soll. Ja. Und kann ihn sozusagen auch auf die Palme bringen, beziehungsweise sie weiß genau, wie sie es machen muss, damit sie auch an ihr Ziel kommt. Ja. Ja, das macht Spaß. Ich finde es auch erstaunlich, dass es irgendwie funktioniert, also für uns jetzt, das Publikum wird es dann ja sicherlich dann auch nochmal für sich bewerten, dass man tatsächlich so ein Familienleben und so eine Familiendynamik, die in Italien durchaus gängig ist, ne? wo die pubertierende, wunderbar hübsche, interessante Tochter den Vater total im Griff hat irgendwie und der so temperamentvoll irgendwie in der Ecke rumspringt am Ende, aber dann doch alles macht, was sie sagt. Also, dass wir das so übertragen haben ins Deutsche. Also dieser Lebensstil und diese Art. Ja. Ja, genau, dieses erstmal dieses Hochschaukeln so, aber dann gibt es ja trotzdem wieder Szenen, da schüttet sie dann trotzdem so ihr Herz aus und erzählt ihrem Vater, was gerade so in ihr vorgeht. Und kann sich also auch dass es nicht nur diese Szenen gibt, ja. Ja, ja die Konfrontation. Explosiven, ja. Ja, sondern auch tatsächlich die Konversation und daraus auch so ein Vater-Tochter-Dialog, der durchaus auch anders strukturiert ist, nicht das Gängige irgendwie. Also wir haben ja, was wir schnell gemerkt haben, war ja ganz interessant, irgendwie diese Dynamik, die bei uns passiert und dass da so eine feine Ironie auch irgendwie immer mitschwingt, ja. Ein bisschen Sarkasmus und so. Und ja, ich finde das unheimlich schön, unheimlich gute, interessante Dynamik, die sich da ergibt. Ja, finde ich auch. Ich bin am Anfang von hier weg, weil ich dachte, es gibt nichts mehr zu spielen auch. Also gar nicht mal so sehr, weil mich das hier ermüdet hat oder ich das nicht wollte oder weil ich nicht in keine Schublade wollte oder sonst irgendwas. Nein, mir hat das irgendwie Spaß gemacht. Also, aber ich dachte einfach, du kommst dann an so eine Obergrenze, wo es eigentlich nicht mehr viel gibt, weil man tatsächlich wahnsinnig viel dreht am Tag. Also ganz viele Minuten sind das und ganz viele Storys, ganz viele Sätze und dachte ich, was wollen wir da jetzt noch erzählen? Aber Mit dem Teenager ändert sich das und man wird ein bisschen reifer, versucht zumindest. Und man hat dann ja auch eine ganz großartige Partnerin. Also Uta ist wirklich ein Geschenk des Himmels und auch sie hat immer weiter an sich auch gearbeitet. Und das merkt man, dass da wieder eine neue Reife dazu kommt und auch eine neue Spiellust, was Neues zu erforschen. Und da hat man natürlich eine wahnsinnig breite Wiese irgendwie, auf der man sich ausdrücken kann. Also ich bin gespannt, wie sich das so entwickeln wird, wie wir drei zusammen spielen. Und ja, freue mich schon darauf. Auf jeden Fall als Mensch mag ich sie sehr gerne. Kann man ja auch nicht anders. Von ihre Lache. Ja, ja. Aber die Frage ist, also ist das nicht ein bisschen crazy? Also wir sind ja wirklich dann auch verschiedene Menschen, also komplett verschieden. Ne? Und das ist auch das Schöne an der Schauspielerei. Der eine kommt aus Italien, du bist ja hier aus Bayern groß geworden. Und Uta kommt ja eher aus dem Raum Berlin irgendwie. Und dann finden sich diese Qualitäten und Temperaturen zusammen. So, wie ist das für dich? Wie balancierst du das aus? So, weißt du? Naja, also ich finde das, glaube ich, unheimlich spannend. Im Spiel. Naja, so als Italiener bist du ja sehr temperamentvoll. Das heißt, mit dir ist es anders zu spielen als mit Uta. Also ich habe ja jetzt auch nicht so oft mit Uta gedreht, aber ich denke immer eher, dass sie die liebevollere ist und dass ich sie leichter überzeugen kann im Spiel. Ja, interessant. Und bei mir brauchst du ein bisschen, da muss mehr gearbeitet werden, meinst du? Da ist so ein bisschen mehr. Ja, ich glaube, da kommt so irgendwie kommt so der Dickschädel manchmal durch. Ich glaube so.
ja, da muss sie wirklich so ihre Ziele genau durchsetzen. Sie muss genau wissen, was sie will. Ja. Und ja. Da müssen klare Ansagen sein. Da kann man sie eher diffuser angehen, meinst du, so mit der Frau. Ein bisschen lieblicher. Ja, also ganz ehrlich, Chapeau, wie du das machst. Also ist es nicht so selbstverständlich. Man hat dann doch in diesen 12 Jahren hier, aber auch woanders dann natürlich in seinem Leben auch anders. Und das ist nicht einfach. Also, du hast ja auch gute Tipps. Deswegen, das finde ich auch gerade gut, nachdem ihr sehr gute Schauspieler seid, finde ich es toll, eben, dass ich die Chance bekommen habe, mit euch zu spielen. Das ist auch unsere Chance, mit dir zu spielen. Als Geschichte? Nein, auch als Schauspieler. Also ich entdecke dich unheimlich gern. Klar ist weniger Arbeitserfahrung da aufgrund einfach des Alters, aber den Menschen entdeckt man dann doch. Und der Schauspieler ist nichts anderes als ein Mensch. Und bei dir ist so viel Schönes und Interessantes irgendwie und auch Verborgenes. Und das ist alles, ist auch ein Privileg für mich. Also nicht so selbstverständlich. Ja, ein super Team.